Wahnsinn, Jungs und Mädels. Und herzlich. Upsi. Willkommen zurück im Rundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Valhalla. Unser aller zukünftiger König. Oswald. Hat sich zusammen mit Ruhet in die Tiefe gestürzt. Deutlich unromantischer, als es jetzt vielleicht klingt. Von irgendwo werde ich trotzdem noch beschossen. Ich glaube, in Wirklichkeit sollte ich hier gar nicht alle töten. Hab sie. Danke für diesen Angriff. So, zur Brücke sollen wir nämlich eigentlich. Ich glaube nämlich auch, hier kommen unendlich viele Gegner. Hopp, 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 nein, ah, oh, shit. Stay quickly, almost there. Da, 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 lasst uns hier abhauen. Nein, jetzt ist das Julfest gerade vorbei. So, da haben wir jetzt ein bisschen Ruhe. Dann schauen wir mal auf die Karte. In Dunwich haben wir nichts zurückgelassen. Was sagt der Codex? Haben wir jetzt Ruhet kennengelernt, endlich mal. Aber sowas von. Ruhet ist der Jarl eines Clans dänischer Plünderer, die nach East Anglia kamen, um zu rauben und zu brandschatzen. Er ist ein unangenehmer Zeitgenosse von der Art, die gern Met aus den Schädeln von Feinden schlürft. Aber gut, je größer sie sind, desto tiefer fallen sie, oder? Und er ist ganz schön tief gefallen, glaube ich. Leider zusammen mit Oswald, der eigentlich hier König werden sollte. Was soll man machen? Entkomme mit deinen Verbündeten. Oswald kehrte mit Schätzen und der Geschichte seines Sieges über Ruhets Clan nach Norwich zurück. Doch wird das reichen, um die Brüder für sich zu gewinnen? Nee, hat's nicht. They're breaking off. They've given up for now. Aber wir sollten wenigstens Oswalds Leiche einsammeln gehen. Let's put some distance between us. We can rest a moment. By Thor, he fought well. Raging like a bonfire. We should go back. Wir sollten uns auf einen Angriff vorbereiten. Oswald may have survived. Ruid as well. It's possible. Ruid's men will press their advantage. We must be ready when they attack. We'll go to Norwich. Meet me there when you can. He died a hero. There's no doubt.
If his god won't take him, Odin's sword women will. Oh, hey. Ilmenham will not recover. None of us will. Ah, das wird schon wieder mit erhobenem Stahl. Worum geht's denn? Oswald ist tot, doch die Bedrohung durch Ruets Clan bleibt. Was kann getan werden, um sie ein für alle Mal aus East Engla zu vertreiben? Man weiß nicht. Funktioniert mein Rabe? Meine Rabe funktioniert wieder. So, schauen wir mal. Da oben ist er runtergefallen und da unten. Ah, das ist aber der Typ, den ich da runtergeworfen habe, ne? Das sind wahrscheinlich weder Oswald noch Ruet. Von denen ist nichts zu sehen. Das Wasser an der Stelle leider auch ein bisschen flach. Und wir sehen, wenn man da runterstürzt, knallt man voll aufs Deck. Ne, da sind die runtergefallen. Aber auch hier sieht es nicht gerade nach Überlebenden aus. Was bist denn du für ein lecker Fisch? Ein Riesenflunder. Die Anglerhütte müsste ich mal langsam bauen, glaube ich. So, Fertigkeitspunkte gibt's und wir müssen jetzt den ganzen Weg zurück nach Norwich. Könnte man direkt eine kleine Schnellreise unternehmen. Vorher schauen wir noch mal in die Fertigkeiten rein. Konterrolle. Optibogen-Kombo. Führter Pfeil. Ja, Konterrolle. Was gibt's hier noch? Gifthauch. So, dann gucken wir mal. Ein bisschen Schleichschaden schadet nichts. Und Weg des Raben schadet natürlich auch gar nichts. Was sind das hier eigentlich? Ausweichen. Aha. Puh. Ja, machen wir eine Schnellreise. Hier zum Hafen vielleicht. Da schauen wir mal, was Ruet vorhat. Und vor allen Dingen erstmal, was Finn vorhat. Ich weiß nicht, ob Ruet noch irgendwas vorhat. Ich vermute, der wird überlebt haben. Ist Finn gar nicht hier? Bin ich hier falsch? Oh ja, bin ich. Der hängt da hinten in der Kneipe irgendwo rum. Na toll. Was? So schlimm sieht Ivor dann auch nicht aus. Gegessen. Another king lost Abel. Stop washing your face with mead. How can I face Halfdan Jarl now? I fail him again. Ach, das wird schon. We can take the battle to what remains of Ruid's clan before they hit back. Easier said than done. His men are holed up in Bor Castle. A fortress on the sea.
On the sea. Then it must have a harbor. It does. Guarded by a gate of hefty iron held in place by timber spikes, difficult to force open. Timber burns. It does. But how do we reach it? We wreck your ship with oil at her front and sail it ablaze at the gate. They would see us coming long before we reached the walls. We raise a fiat, an army of East Anglia's farmers, throw them at the front gate as a distraction. Saxons willing to die for a bunch of Danes? It's a stretch. It can work, Finir. If they fight in Oswald's name, that is all the courage they will need. You there! Did you hear of Thane Oswald's fate? Aye, we did. He dragged Ruud to the bowels of Elba, Dane devil. Ruud may be gone, but his clan still plagues East Anglia. And would you join us to rid your kingdom of his dogs? For Oswald? Aye, anything. Two eager Saxons is not yet defeated. But you may be right. We may have a chance. I can ride to Elmenham and muster what remains of Oswald's men there. But who else would join us? The Reeve of Thaedford, Winston. He's a bitter old barnacle, but he would fight to the death for this land. We can assemble a forward camp at the ruins north of Bua Castle. Ride with me, Finir. Let's pay this Reeve a visit. With any hope, Thaedford remains untouched by Ruud's violence. Hope is a scarce word in this kingdom. Maybe so, but I would rather hold on to something, anything, than ride with empty hands. So, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich hatte gehofft, er reitet vor. Scheinbar nicht. Wo müssen wir hin? Dorthin müssen wir. Also hier einfach zum Tor nach links raus. Machbar. Zum Weg. If Ruud's clan continues to roam this kingdom unchecked, the people of East Anglia will be as ravaged as these lands. And where do we find ourselves? Riding into the fence to beg a horde of frightened farmers for aid. To fight for a king that you gave them, Finir. Remember that. It was my task to find them a king, not protect that king against every danger that might befall him. Oswald wasn't crowned yet, nor was he married. I say you have some work yet to do. Right, right. No need to remind me of farmers. Farmers must have more than this. Watch your back. Ruud's clan may still be nearby. Thaedford, just ahead. Wood smoke and ash. Ruud's men have been here. My child. So no time to waste what the Lord has given us. What about you, Papa? So little. Nope, es sieht nicht so gut aus hier. Everything is gone, Reese. Everything. Ah, my friend, we will rebuild, I promise you. I ain't got the strength no more. Stand tall. A will of iron coming here, knowing your kind did all this. Ruud's clan is your enemy, not me. I come on behalf of the late Oswald of Elmenham. You're still a Dane from top to toe. It's your meddling that led to Oswald's death, leaving our kingdom for the worse. Oswald died defending East Anglia, defending you. Will you not do the same? What? Die in defense of a lost cause. I have problems of my own. East Anglia will fall if Ruud's clan is not defeated. Fight with me to drive them off. For Oswald and your kinsmen. Pretty words, Dane. But the men of Thaedford have their own battles to fight. If you need an axe, I'm standing right here. There's a village to the east, Kingsbury. It was taken by Ruud's men a fortnight ago. And I'll not rest until it's back in our hands. Let me and my raiders take the village. Save your strength and join us for the fight to come. A bold offer. If you do as you promise, the pikes of Thaedford will be yours. I will take this news to our forward camp, Eivor. Follow when you can. I will see you there. Kingsbury's church has a great horn atop its steeple. If you manage the task, blow it, and I'll know you kept your word.
Na, das hört sich doch easy an. So, dann schauen wir mal auf die Karte. Wo müssen wir hin? Da dran sind wir bestimmt schon vorbeigefahren. Ja, in der Tat. Königsrast da drüben. Dafür kann ich hier ein bisschen was plündern vielleicht. Das hier zum Beispiel. Nachricht eines Greven. Osric, verstecke das Essen und den Silberteller in der Kirche. Die Unholde werden es nicht wagen, ein Gotteshaus zu brandschatzen. Doch man kann sich nie sicher sein. Also verriegle auch die Tür, wir kommen zurück und holen uns, was uns gehört. Ja, das hat nicht die Hand abgeschlossen. Ist das die verriegelte Tür? Super verriegelt. Von außen kaum aufzubekommen. If you will. You called to me. We heard you talking with the Reeve, and we wish to fight beside you. We owe Oswald for his good deeds and fair rule. I'm glad to hear it. Go to the ruins north of Burg Castle. The army gathers there. Okay, das sollten wir auf jeden Fall jedem auf die Nase binden. Zumindest jedem, der behauptet, unser Freund zu sein. Der Marker hat doch hier angezeigt. Nicht jemanden Holz hacken sehen. Ja, ist schon ein bisschen ärmlich hier, das Dorf. So frisch geplündert. So, da drüben ist, glaube ich, Anlegestein, ne? Sofort springt er vor Panik ins Wasser. Das ist die Anlegestelle. Ja, irgendwie schon. Und wo ist unser Schiff? Habe ich nicht deutlich genug ins Horn gestoßen? Scheinbar nicht. Na geil. Keine Ahnung, wo unser Schiff rumgurkt. Aber wir müssen nur nach da drüben.
Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass meine tapferen Mann und Frauen mich unterstützen würden hier. Aber wahrscheinlich liegen die wieder besoffen in irgendeiner Ecke. Das ist noch gar nicht die richtige Insel. Na toll. Ja, das da drüben, das sieht schon so groß aus. Ist das schon Norwich? Ja, das ist die komplett falsche Richtung hier. Schiff rufen ist einfach ein anderer Knopf. Ich dachte. Lol. Ist kacke, weil man doof ist, sage ich immer, ne? So, dann gehen wir nochmal da drüben zum Ankerplatz. Proviant ist voll. Na, endlich. So, dann versuchen wir das jetzt nochmal in schön. Jo, hi, ich bin schon wieder da. Euer Boot, ja, das könnt ihr euch hier drüben abholen. Ah, komplett andere Animation hier. Damit man auch ja nicht sieht, wie das Schiff hier heimlich spawnt. Ich würde gerne die Führung übernehmen, wenn ich darf. Off we go. More sail! Big loop! Let's have a song. Hold on, good skill. Come, my wolves! Feast, my wolves! Bleed! Work with me. So, wer wirft denn hier mit Feuer? Nee. Es ist kacke, wenn man nicht zielen kann. Ich brauche mal schnell Wasser. So, gelöscht. Und wo ist, wenn wir hier beschossen? Hier. Er ist schon tot. Oh. Er ist schon wieder. Oh, oh.
zu früh. So, gibt es hier noch was zu plündern? Den haben wir von da oben runter gesprengt, ne? Hey. Wenn ich den ersten Schuss getroffen hätte, dann hätte ich auch nicht gebrannt. Wäre auch gut gewesen. Aber ich dachte, die Tür müsste ich aufbrechen. Mit Freunden. Musik ist nice. I split you. Hi. Wieder haben. Danke. Ah. Hey, hinter dir. Von da oben. Das ist so. Aber was, wenn ich keine Lust auf Tod habe? Der lebt noch. Ich sehe doch nichts in dem engen Raum. So, alle mal aus dem Weg. Ich meinte mehr so aus dem Weg, nicht in dem Weg. Geworfen. So ein Rüpel. We are done here. Come on. Time to sound the horn. Signal victory. Machen wir gleich. Erstmal ist Zeit zum Plündern.
Was haben wir denn hier? Klagelied für den königlichen Märtyrern. Hier liegt König Edmund, Vater von East Angla, ein guter und gottesfürchtiger Mann. Möge er in Frieden ruhen, umgeben von den Kindern Gottes bis zum Tag des jüngsten Gerichts, wenn der Staub zur Erde zurückkehrt und die Seele in den Himmel fährt. Gott möge seiner Seele gnädig sein. Ja, na meinetwegen. So, und hier gab es noch einen Schlüssel. Den können wir bestimmt auch nochmal gebrauchen. Und da drüben gibt es einen. Was gibt es denn da für einen Bahn? Kann ich das sehen? Nee, kann ich noch nicht sehen. Aber wenn wir schon mal hier sind. Wäre auch gut gewesen, um den Gegner auszuschalten. Wie komme ich denn hier ans Horn ran? Nicht von innen scheinbar, ne? Da muss ich außen irgendwie auf den Turm hoch. Ups. Ach, hier gibt es nichts zu plündern. Ich dachte, da hätte ich was übersehen. So, was denn hier drüben? Da gibt es noch was, oder? Da muss der Barren drin sein. Ein Kupfernickelbarren. Und ein bisschen Titan. Cool, cool, cool. Was brauche ich denn eigentlich, um meine Axt aufzuwerten? Ja, aber was brauche ich dafür? Steht leider nirgendwo, ne? Schade, schade, schade. Kann man nichts machen. Aber endlich mal ein Kupfernickelbarren. So, dann. Dann sollten wir jetzt nach da hochklettern. Und einmal kräftig ins Horn stoßen. Und mal gucken, ob der. Ja, Ivor, natürlich. Gute Mann sich dann an sein Versprechen noch erinnert. Was macht die Frau denn da? Ich kann jetzt nicht im Fotomodus rein. Das ist direkt ein bisschen schade. So, und wer seid ihr Typen? The Reeve has come to join me. Let's hope his promise holds. Zumindest scheint er happy zu sein. Haldane! Over here! I held to my oath, Reeve. I hope you will honor yours. My promise holds, aye. Theovord will join you in the fight against Ruid's clan. With your aid, we may yet save East Anglia. In past times, that horn was used to muster feards all across our land. You may find others who have warmed to its call. Good. Whatever willing men you find, rally them soon at the ruins north of Burr Castle. Ha, schon wieder Fertigkeitspunkte. Hervorragend. Die tosende Wut der See. Damit beschäftigen wir uns beim nächsten Mal. Mit den Fertigkeitspunkten beschäftigen wir uns noch heute. Was kriegen wir denn hier Schönes? Wir bekommen einmal Attentatsschaden, ist auch gut.
Und ein bisschen schwerer Schaden. Das ist auch schön. Remple Gegner an, okay. Ja, und die Verbesserung ist jetzt, nutze die Benommenheit von Gegnern aus, die gegen eine Wand geworfen wurden, und erledige sie mit einem besonders verheerenden Angriff. Sieht ein bisschen so aus, ja. Also inzwischen ist es dann vielleicht doch nützlich. Ja, Jungs und Mädels, dann würde ich sagen, für heute war es das schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.